Willkommen zu diesem Videotutorial zu Pinnacle Studio 20. In diesem Video zeige ich dir, wie der Titel aufgebaut und gemacht ist im Beispielprojekt von Pinnacle Studio, nämlich von diesem Film The Sky is the Limit. Ich habe den Titel bzw. die Titel etwas analysiert und zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie du selber so etwas machen kannst. Du könntest natürlich den Titel auch einfach nehmen, Text ändern und dann hättest du den schon als Vorlage, wenn du den genauso verwenden möchtest. Ich möchte aber hinter das Geheimnis kommen, wie macht man überhaupt so einen Titel bzw. so eine ganze Titelanimation. Ich spiele diese einmal ab und du siehst, da sind so Striche im Bild, die so horizontal durchs Bild fliegen, die sich aber nicht ganz horizontal bewegen, sondern irgendwann so in der Ebene noch verlagert werden, also in der Perspektive. Und dann sind hier drei Textelemente, die erscheinen so im Bild und fliegen dann alle zusammen wieder raus. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. Wie du siehst, ist es auch nicht nur einen Titel, sondern es sind zwei Titelebenen übereinander und ich werde dann zeigen, warum das zwei sind. Ich habe jetzt hier einmal die ganze Anfangssequenz einfach kopiert, sodass ich hier auf dieser Kopie den Titel nachbauen werde. Ich werde also diesen Titel einmal löschen von der Vorlage und jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie das funktioniert. Ich analysiere einmal die erste Titelebene und dazu geht das am besten, wenn ich einfach die zweite Ebene ausblende, dann weiß ich, was sich alles hinter diesem Titel verbirgt. Wenn ich da doppelt klicke, gelange ich in den Titeleditor und da gibt es so viele so einzelne Striche. Diese Striche sind so Elemente, wie zum Beispiel dieses da, das einfach zum Beispiel von links nach rechts oder von rechts nach links durchs Bild durchfährt. Im Prinzip sieht das sehr kompliziert aus, ist aber der einfachere Teil der ganzen Sequenz. Darum werde ich das dann am Schluss machen, auch dass ich weiß, wo diese Striche genau durchs Bild fliegen sollen. Also grundsätzlich sind es einfach so Vierecke, die durchs Bild laufen. Dann die andere Ebene, das wäre diese hier. Die ist nicht weiter schwierig, aber es braucht einfach noch etwas an Animation. Da ist es so, dass drei Textelemente zu sehen sind und sich das Ganze auch perspektivisch noch etwas verändert. Aber ich lasse das mal durchs Bild bewegen. Da ist einmal dieses Wort hier und dann dieses, die da von links und rechts ins Bild hineinkommen. Und dann diese dritte Textebene. Und alles zusammen geht dann am Schluss wieder aus dem Bild hinaus. Was noch interessant ist an dieser Titelsequenz, das Sky ist nicht einfach in einer Farbe eingefärbt, sondern so zweigeteilt und das kann man auch machen in Pinnacle Studio. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange doch gleich einmal an, das nachzubauen. Ich habe jetzt einmal diese Titelebene hier markiert, damit, wenn ich einen neuen Titel erstelle, das auf dieser Ebene zu liegen kommt. Und als allererstes schreibe ich einmal das erste Wort. Ich habe jetzt da schon the eingegeben. Die Schriftfarbe ist noch falsch, da muss ich ändern auf schwarz. Dann als Schriftart wähle ich hier, wie beim Beispiel auch, die Arial aus, fett und dann eine Schriftgröße von 100. Das kann ich direkt über die Tastatur eingeben. So kann ich das platzieren. Dann das zweite Textelement ist dann Sky, ebenfalls alles groß geschrieben, Areal 100 ebenfalls. Und ich werde dann das hier rechts daneben anfügen. Ich zeige dann gleich noch, wie man das schön anordnet. So, und jetzt hier ist eben die Schriftfarbe nicht nur schwarz, sondern sie ist hier mit einem Verlauf. Und zwar gibt es hier eine Anfangsfarbe und eine Endfarbe, mit der man einen Verlauf malen kann. Also man könnte zum Beispiel eben hier die eine Farbe blau und dann die andere weiß nehmen und das dann so als Verlauf füllen, wie das hier so angezeigt ist. Was jetzt aber gemacht wurde im Beispiel ist Folgendes. Und zwar habe ich hier einmal so eine orangene Tönung. Da stelle ich einfach einmal Werte ein, so, und dann werde ich die Anfangsfarbe so etwas in die Mitte nehmen und diese Endfarbe kann ich jetzt anklicken und hier eine andere Verlaufsfarbe auswählen. Da wähle ich Folgendes aus, so, ungefähr 200,
und da ungefähr 100. So, und jetzt werde ich diese beiden nicht als Verlaufe anmachen, sondern ich werde die praktisch dann übereinander legen. Dann sieht man, dass eben hier die Farben so abrupter ändern. Also der Verlauf ist dann ganz klein. Und da werde ich jetzt noch 90 Grad einstellen. So, und das dann anwenden. Und hier wähle ich nicht Layer, sondern Letter. Und jetzt siehst du schon, wie der Effekt zustande kommt. Oben und unten ist da eine andere Helligkeit. Ich kann das noch ein wenig enger zusammennehmen. Und schon sieht das aus wie im Beispiel. So kannst du das nachbauen. Und dann kommt noch die dritte Textebene hinzu. Und da wurde alles in Großbuchstaben geschrieben, ist The Limit. Und damit das so etwas locker daherkommt, also ich schreibe es mal. Und dann habe ich hier als Schriftgröße, nehme ich mal zum Beispiel 34. Also alles auswählen, Schriftgröße 34 wählen. Und als Schriftfarbe werde ich jetzt wieder eine, also keinen Verlauf, sondern eine einfärbige Schrift nehmen und werde hier ja so etwas sowas anwenden. So, und dann noch Fett raus. Jetzt ist der Text nicht ganz so wie im Beispiel. Es ist nämlich so, dass da zwischen diesen Buchstaben jeweils zwei Leerschläge hinzugekommen sind. Das werde ich jetzt auch mal machen. So, und dann zwischen den Wörtern braucht es halt doppelt so viel. Und dann kommt das so in etwa, ja, kommt das so richtig. So sieht der Titel dann eigentlich aus. Und was jetzt noch fehlt, ist, ich möchte das noch schön anordnen. Dazu wähle ich einfach mal die erste Titelebene aus, drücke die Hochstelltaste und dann die letzte Ebene. Und jetzt kann ich hier einfach sagen, ich möchte das Ganze hier in der Mitte haben. So, was noch hinter dem Sky ist, im Beispiel ist noch, ich kopiere einmal diese Ebene mit einem Rechtsklick, Ebene kopieren, Ebene einfügen und füge die gerade hinter diese Ebene hinzu. Und da ist es so, dass da als Schriftfarbe eine einfach schwarz genommen wird und dann als Y-Versatz einfach minus 0,2 verschoben ist. Das gibt dann so einen kleinen Schatten nach links. So, im Prinzip ist das schon alles, was Text anbelangt. Was jetzt aber noch fehlt, ist die ganze Animation. Jetzt nehme ich mal da als unterste Ebene, weil das die letzte ist, die reinkommt, und The ist eigentlich die erste. Und da brauche ich jetzt eine Animation, die mir das Wort von links nach rechts einblendet. Und da gibt es hier oben unter Motions, gibt es Animationen für wie kommt der Titel rein, wie bewegt er sich und wie geht er wieder raus. Und jetzt geht es ja um die Eingabe und da gibt es diesen Effekt, dass der da von links nach rechts kommt und dann zum Stehen kommt. Und bei Sky, auch wieder Motions Eingabe, ist es halt von der anderen Seite, also da, und da muss ich es für die Schattenebene ebenfalls noch machen. Und The Limit kommt etwas anders rein, das ist auch Motions Eingang und das ist dann dieser Effekt hier, da diesen. So, also das heißt, das sieht dann so aus. Im Beispiel ist es so, dass diese letzte Textebene etwas später reinkommt, dann kann ich die einfach so etwas verkürzen wie auf der Timeline. Also heißt das, zuerst kommen die oberen Textelemente rein und erst später dann die untere. Und dann gehen alle Textelemente zusammen raus nach rechts. Das heißt, ich muss jetzt hier Beenden wählen und wähle hier diese Animation aus, dass eben die Texte alle nach rechts gehen. So, ich mache das einfach mal für jede Ebene. Sobald ich einen Effekt auswähle, kommt sofort die Vorschau, was eigentlich nicht schlecht ist. So, und jetzt gehen die Texte raus. Allerdings The Limit erst etwas später. Das sieht man daran, dass die Animation hier einfach später anfängt. Ich möchte, dass die gleichzeitig rausgehen und ich kann jetzt hier diese auch mit der Maus so ziehen,
dass das Rausgehen schön gleichzeitig ist. So, ich spiele das nochmals ab. Wunderbar. So, das habe ich jetzt mal die erste Sequenz da nachgebaut. Die geht in etwa bis zu diesem Clip. Das heißt, ich verlängere das noch ein wenig. In etwa so. Also, jetzt habe ich mal die erste Ebene gemacht. Was jetzt hier im Beispiel noch ist, ist, dass sich die ganzen Textelemente sind ja gar nicht gerade, die sind so schräg. Und während dem Abspielen bewegen sich die in der Perspektive. Das mache ich jetzt auch noch. Und zwar klicke ich jetzt nicht doppelt auf diesen Titel, sondern mit der rechten Maustaste. Und dann Effekteditor öffnen, nicht Titeleditor, sondern Effekteditor. Und jetzt gibt es da einen Effekt, den 3D-Editor GPU. Und was der macht oder was ich damit machen kann, ist, ich kann nämlich hier sehr einfach die Perspektive ändern, zum Beispiel in der Y-Richtung, in der Z-Richtung und in der X-Richtung. Also ich kann so den Text schön in der Ebene bewegen. Und damit ich das bewegen kann, werde ich sogenannte Keyframes anwenden. Ich gehe da mal an den Anfang, beziehungsweise ich zeige mal, wie die Animation am Ende sein soll. Und ich möchte nämlich jetzt in der Z-Achse das ein wenig bewegen, sodass es etwas nach hinten lehnt. Da nehme ich mal zum Beispiel 30 und dann soll das in der Y-Achse noch etwas animiert sein, nicht so stark, da nehme ich mal minus 20 und dann soll es noch in der Z-Achse auch etwas bewegt werden, zum Beispiel ja 15. Und dann sieht es aus wie im Beispiel, dass die Ebene eben so geneigt ist. Aber wenn das einfach so ist, bleibt diese geneigt. Das heißt, ich muss jetzt da Keyframes anwenden, dass am Ende diese Zahlen oder diese Werte hier sind und am Anfang des Clips soll das alles bei 0 sein, sodass eben eine Bewegung stattfinden kann. Also zu diesem Punkt ist alles 0 und zu diesem Endpunkt ist dann die Bewegung so, wie wir sie eingestellt haben. Und das macht dann eben, wenn ich das so abspiele, dass diese Titel da reinkommen und sich leicht bewegen in der Perspektive. So, und das spiele ich jetzt mal ab. Wunderbar, so wie im Beispiel. So, und jetzt fehlen noch diese Striche und ich zeige jetzt, was sich damit auf sich hat. Ich werde die Ebene mal einschalten, jetzt diese Ebene als Standard-Titelspurebene verwenden und füge jetzt da einen neuen Titel hinzu. So, was ich jetzt hier mache ist, ich lösche diese Textebene raus und füge jetzt hier mit dieser Rechteckfunktion einfach so ein Rechteck hinzu. Und ich gehe da mal in die Mitte des Titels, damit ich den anderen Text sehen kann. Und ich werde jetzt einfach diese Elemente zum Beispiel etwas grau einfärben. So, dann werde ich das etwas weich zeichnen. Und ich werde das noch etwas transparent machen, so wie im Beispiel. Und jetzt habe ich so eine erste Ebene. Und was ich da mache, ist auch eine Bewegung. Und zwar nicht als Eingang oder Beenden, sondern bei Emphase. Und da gibt es diese Bewegungen, dass eben dieser Strich zum Beispiel von rechts nach links fährt, von links nach rechts, oben, unten, unten, oben und so weiter. Und was ich jetzt da gemacht habe, ist schon, ja, der ganze Zauber. Wenn ich das mal abspiele, siehst du, wie da einfach so eine Linie durchs Bild fährt. Und jetzt kannst du beliebig viele Linien erstellen. Am einfachsten kopiere ich einfach diese Ebene. Einfügen, einfügen, einfügen. So. Und jetzt soll das natürlich so ein bisschen hier oben sein. Ein bisschen da. Ein bisschen da. Wie viel habe ich? Ja, zum Beispiel so. So, und jetzt ist natürlich etwas langweilig, die kommen alle gleichzeitig durchs Bild und verschwinden wieder. Darum müssen jetzt die einen einfach etwas kürzer sein. Die dauert vielleicht nur bis hierhin.
Die dauert dann von hier bis hier. Die dann von hier bis hier vielleicht. So, ich mache das jetzt einfach zufällig, wie es gerade kommt. Vielleicht sieht das gut aus, vielleicht auch nicht. Mal schauen. So, im Grundsatz, das, was das Beispiel auch hat, da musst du vielleicht noch etwas daran arbeiten. Und jetzt, was ich gemacht habe, ist, sie bewegen sich alle von rechts nach links. Jetzt werde ich aber jeden zweiten halt einfach mit einer anderen Animation ausstatten. Also ich lösche mal diesen Effekt, gehe da auf im Face und wähle halt dann einfach den anderen aus. Und jetzt kommt dieser Balken einfach von der anderen Seite. So. Das wäre dann dieser hier. Und so kannst du diese Balken schön anordnen. Und auch natürlich anders einfärben. Also ich kann natürlich hier den einen einfach nicht so stark, sondern etwas heller einfüllen. Und so weiter. So, ich mache das mal auf OK. Ziehe diese Animation gleich lang wie dieser Titel. Blende das aber noch etwas aus. Und was jetzt noch fehlt, ist, diese Striche haben nicht die gleiche Perspektive wie der Titel. So, sondern die sind gerade, aber die Titelebene senkt sich leicht. Also werde ich jetzt einfach diesen Effekt hier mit Rechtsklick Effekt alles kopieren. Werde ich da oben drüber einfügen. Und du siehst, die sind jetzt auch so schräg geworden und bewegen sich genau gleich mit dem Titel mit. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. So, wunderbar. Also es hat doch eine Viertelstunde gedauert jetzt, bis ich diese Titel nachgebaut habe. Aber mir geht es vor allem darum, dass du Ideen kriegst, wie du selber solche kreativen Sachen machen kannst. Es gibt da in der Bibliothek tausende von Titelvorlagen, da unter Inhalt, Titel. Aber die sind mir persönlich zum Teil einfach zu billig. Da gibt es Elemente, die ich einfach selber nicht so mag. Darum finde ich es eben sehr toll, wenn man mit wenigen Mausklicks, wäre jetzt etwas untertrieben, also mit einigen Mausklicks so professionelle Titel selber erstellen kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du auf den Daumen nach oben klickst, meinen Kanal abonnierst und das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.